So, also dann, jetzt ist Zeit. Ich heiße alle herzlich willkommen zum heutigen Webinarabend. Freue mich, dass sehr, sehr viele Kommunalos unter euch sind, die anzunehmenderweise über Carsharing bei sich im Ort ansiedeln möchten oder weiterentwickeln möchten. Genau das ist auch die Zielgruppe gewesen des heutigen Abends, sozusagen des heutigen Angebotes, dass ihr Informationen bekommt oder Sie Informationen bekommen, wie man Carsharing am eigenen Ort als wichtigen Baustein in einer modernen, zukunftsfähigen Mobilität, die möglichst wegkommt vom eigenen Pkw und ein vielfältiges Mobilitätsangebot, das anbietet, das Wahlfreiheit ermöglicht, sozusagen nicht mehr gezwungen zu sein, ein eigenes Auto vorzuhalten oder gar mehrere eigene Autos vorzuhalten in der Familie, sondern dass man vielleicht zumindest erst einmal das dritte Auto oder das zweite Auto, vielleicht auch das einzige Auto auflösen kann in einen intelligenten Verbund aus ÖPNV, Fuß und Fahrrad, und eben auch Carsharing für die Wegstrecken, wo die anderen Verkehrsmittel nicht geeignet sind. Und ich wüsste keinen besseren Referenten für den heutigen Abend als Michael Zisak. Freut mich sehr, dass wir beide heute uns gemeinsam hier zumindest virtuell begegnen. Es ist mir eine Ehre. Michael Zisak ist eine sehr, sehr, sehr erfahrene Person in der Verkehrspolitik. Er war lange Bundesvorsitzender, 15 Jahre Bundesvorsitzender VCD. Er war immer wieder im Vorstand, im Bundesvorstand und Bundesvorsitzender von Allianz pro Schiene und ist jetzt der Verkehrsreferent des Carsharing-Bundesverbands Carsharing e.V. in Deutschland. Und das ist auch genau das Thema des heutigen Abends. Und ich höre schon auf mit der Einleitung und übergebe an dich, lieber Michael, und bin gespannt auf deine Präsentation. Halt, eine Frage beantworte ich noch vorher, die wird eigentlich immer gestellt. Ja, die Präsentation wird im Nachgang zur Verfügung gestellt. Alle Angemeldeten bekommen die. Wir werden sie auch auf meine Website stellen und wir zeichnen auch das Webinar auf, sodass man es auch nachher noch nachhören kann. So, jetzt aber bist du dran, lieber Michael. Herzlich willkommen und schon mal vielen Dank, dass du heute den Abend ermöglichst. Ja, herzlichen Dank, Markus. Ich freue mich sehr, bei dir zu dürfen und gerade im Freistaat Bayern, was jetzt meine Wahlheimat ist, auch tatsächlich einen Vortrag halten zu dürfen. Ich bin vorgestellt worden, ich wohne offiziell in Freising, habe also da ein bayerisches Standbein, arbeite allerdings doch in Berlin und wie man an meinem Dialekt hört, bin ich doch eher ein Zugereister. Ich starte gleich in den Vortrag rein. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Markus, kurzes Okay? Ja, nur noch in den Präsentation. Prima. Also, herzlich willkommen von meiner Seite. Ja. Wer sind wir? Dachverband der Carsharing-Branche. Die gemeinschaftliche organisierte Nutzung des Carsharings liegt uns am Herzen, des Autos. Jetzt sind wir ein Autoverband und gleichzeitig haben wir eine Agenda und unsere Agenda lautet, eigentlich wollen wir den Autobestand, den Autoverkehr verringern und insbesondere die negativen Auswirkungen des Autoverkehrs reduzieren, um einfach auch stärker mit dem Umweltverbund zusammen eine Alternative zum privaten Pkw-Besitz zu machen. Wir wurden 1998 gegründet, das ist schon eine ganz schöne Zeit her, haben inzwischen 195 Mitglieder, decken damit einen Großteil der Carsharing-Branche ab. Und wir arbeiten sehr freundschaftlich zusammen, unter anderem mit dem Verkehrsclub Deutschland, von dem ich ursprünglich abstamme, der Allianz pro Schiene, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und auch dem europäischen und den globalen Ableger für öffentlichen Verkehr. Ein kurzer Überblick, wie sehen unsere Zahlen aus? Dieses Jahr bei 3,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzern des Carsharings, die sich insgesamt 30.000 Fahrzeuge leisten. Ich sehe wieder nur mich und nicht die Präsentation. Seht ihr wenigstens die Präsentation? Hat irgendjemand etwas wieder hier an den Einstellungen verändert? Ich höre dich auch nicht mehr, Markus. Irgendwie schmeißt mich das System immer wieder raus. Ich habe meine Videokamera ausgemacht und anscheinend löst es aus, dass du deine Präsentation nicht mehr siehst. Das ist zwar nicht wirklich logisch, aber das war vorher auch schon so. Dann lasse ich meine Kamera an und dann müsste es passen. Ja, okay. Und ich gucke, ob ich da jetzt wieder reinkomme. Es tut mir sehr leid. Ich war mir nicht bewusst, dass das irgendeine Auswirkung hat. Alles klar. Wird das jetzt wieder gezeigt? Ja.
Wunderbar. Jetzt 935 Städte und Gemeinden wird Carsharing inzwischen angeboten, eine ziemlich stattliche Zahl. Und was man auch sieht, es sind 243 Carsharing-Anbieter. Wir haben es also nicht mit einem Oligopol oder einem marktbeherrschenden Unternehmen zu tun, sondern mit einer sehr teilweise kleingestrickten Situation. Die Anbieter sind häufig Vereine, Genossenschaften, aber auch GmbHs, Aktiengesellschaften, die von einem oder zwei Carsharing-Autos bis zu Flottenbetreibern mit mehreren tausend Autos unterwegs sind. 30.000 Fahrzeuge Carsharing klingt erstmal ganz toll. Vergleiche ich das mit den 48 Millionen privaten PKWs, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, ist das halt doch etwas wenig. Wir sind noch immer eine Nische und das ist eigentlich schade. Wenn wir über Carsharing reden, hat jeder ein anderes Bild vor Augen. Wenn Sie in Berlin unterwegs sind oder in München, denken Sie immer schnell an das Free-Floating Carsharing. Free-Floating Carsharing, diese Variante bedeutet, dass ich mit meinem Smartphone, auf dem ich eine App habe, schaue, wo ist das nächste Carsharing-Auto. Das kann ich mir für eine 30 Minuten, maximal eine Stunde reservieren. Ich steige in das Auto, ich kann One-Way-Fahrt machen. Ich kann jederzeit die Fahrt beenden innerhalb des Geschäftsbereiches, was meistens so die Innenstadt ist und ein paar innenstadtnahe Wohngebiete und kann dann das Auto an einem öffentlichen Stellplatz wieder abgeben. Diese Free-Floating-Variante ist die Variante, die es jetzt seit 15 Jahren gibt und die für manche so die moderne, schicke, zeitgemäße Variante ist. Dass es nicht ganz so schick ist, dazu komme ich vielleicht später noch. Die klassische Variante ist allerdings das stationsbasierte Carsharing. Das steht immer wohnortnah, ein Auto oder eine Station mit zwei oder drei Fahrzeugen. Das kann man 10 Minuten vor der Fahrt buchen. Das kann man aber auch 6 Monate vorher buchen und hat es dann auch verbindlich und zuverlässig zur Verfügung, was beim Free-Floating nicht immer gegeben ist. Sie können das Auto buchen, sehr einfach, können jederzeit einsteigen, losfahren und nach Ende der Fahrt haben Sie Ihren eigenen Stellplatz, wo Sie das Auto dann auch wieder zurückbringen. Und da der größte Teil der Fahrten tatsächlich immer am gleichen Ort endet, wo er gestartet ist, ist es einfach die klassische Variante, die auch in den meisten Carsharing-Orten existiert. Und es gibt seit 2011 eine dritte Variante, das ist das sogenannte kombinierte Carsharing. Das versucht das Beste aus den zwei Welten, dem Free-Floating Carsharing und dem stationsbasierten Carsharing, ein Angebot zu schaffen, das beides beinhaltet, ein Tarifsystem, eine App. Und dieses kombinierte Carsharing-System hat eine sehr ähnliche Wirkung wie das rein stationsbasierte Carsharing-System, während das reine Free-Floating-System sich beispielsweise bei den Ersetzungsquoten, bei den Entlastungsquoten, bei dem Mobilitätsverhalten doch etwas anders verhält. Ich habe extra für diese Veranstaltung für dich, Markus, einfach mal herausgesucht, wie sieht denn das Carsharing-Angebot nicht in Deutschland, sondern in Bayern aus? Bei Carsharing denkt man erstmal an Großstädte, dass dort das Angebot vorkommt. Und richtig, wir haben hier eine 100% Abdeckung in Bayern. Und auch bei den größeren Mittelstädten ab 50.000 haben wir eine 100% Abdeckung. Wenn die Orte kleiner werden, ist es nicht mehr ganz so gut. Und das ist eine wichtige Botschaft, Carsharing funktioniert mit nicht nur in den Großstädten, sondern auch in kleinen, teilweise kleinsten Orten. Es gibt Carsharing-Orte, die haben nur 500 Einwohner und trotzdem läuft da zum Teil seit 15, 20, 25 Jahren erfolgreich Carsharing. Wir haben da also insgesamt eine schon sehr, sehr gute Abdeckung, natürlich noch nicht flächendeckend bei 10%, aber was ich auch sehr interessant finde, Bayern ist in Sachen Carsharing immer noch ein Vorreiter. Das liegt vor allen Dingen an sehr viel ehrenamtlichen Engagement vor Ort, aber auch mit einer Idee, die bereits sich 1991, 92 in Bayern sehr, sehr stark verbreitet hat, was es in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, in Brandenburg dann noch nicht so gibt. Und deshalb sieht man auch, dass also im Vergleich zu den deutschen Zahlen, also Bayern immer eine Spur voraus ist. Das liegt allerdings weniger an einer proaktiven, Carsharing-freundlichen bayerischen Politik.
sondern wirklich am verstärkten Engagement, was man nicht nur im Bereich Carsharing, sondern auch im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes wiederfindet. Also insofern, Carsharing ist nicht nur was für Großstädte, Carsharing ist etwas, was auch im ländlichen Raum gut funktionieren kann. Eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, und mir ist das immer sehr wichtig, dieses auch an dieser Stelle zu betonen, ist Herausforderung Klimaschutz. Heutzutage könnte man natürlich auch Fragen über Ressourcen, was ich sehr wichtig finde. Der Verkehrsbereich ist das Buhkind schlechthin. 20% der Treibhausgasemissionen kommen aus dem Verkehrsbereich, wenn ich mal den Flugverkehr und die Seeschifffahrt aus Augen lasse, sonst wäre es noch höher. Und der Verkehr hat es bis heute nicht ansatzweise geschafft, seine CO2-Emissionen zu reduzieren. Dabei stehen wir vor der großen Herausforderung, eigentlich bis 2045 auf Null zu kommen. Das ist nicht eine wirre Idee eines Referenten für Verkehrspolitik beim Bundesverband Carsharing, sondern es ist Gesetz. Gesetz verursacht durch auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was sagt, bis 2030 müssen wir halbieren, bis 2045 müssen wir auf Null runterkommen. Und wie man erkennen kann an dieser Grafik vom Umweltbundesamt inklusive des Projektionsberichtes, der darunter liegt, sind wir noch sehr, sehr weit entfernt davon, dieses Ziel auch nur 2030 zu erreichen. Hier ist noch mit 10 Millionen E-Autos gerechnet, aber selbst wenn es 15 Millionen E-Autos sind, sind wir noch keineswegs auf dem Pfad, den wir eigentlich erreichen müssten, um tatsächlich dieses 1,5 Grad, aber nicht mehr als 2 Grad Ziel, deutlich unter 2 Grad Ziel, zu erreichen. Und es müsste also wesentlich mehr passieren. Und alles, was wir jetzt nicht schaffen, müssen wir nachher noch viel radikaler eigentlich an Emissionsminderungen herausbekommen. Dabei ist der Personenverkehr, dabei ist der Pkw-Verkehr unser größtes Handicap. Von den 160 Millionen Tonnen Treibhausgas-Äquivalenten, CO2-Äquivalenten, ist der Pkw-Verkehr für 2/3 der CO2-Emissionen verantwortlich. Es ist das beliebteste Personenverkehrsmittel. Es ist ein Mantra, so wie in den USA man gerne Waffen besitzt, besitzt man in Deutschland gerne Autoverkehr und will sich dem möglichst wenig nähern. Dabei ist der Pkw-Verkehr tatsächlich der größte Verursacher von Treibhausgasen im Verkehrsbereich. Er ist besonders ineffizient, wenn es um Energieverbrauch geht, wenn es um Höhe der Treibhausgase pro Person angeht. Und er hat unter anderem neben vielen anderen Punkten auch den größten Flächenverbrauch pro beförderte Person. Es hieß, Eulen nach Athen zu tragen, wenn ich nicht sagen würde, Antriebswende alleine löst das Problem nicht. Ich muss aber betonen, also maximal die Hälfte können wir, wenn wir mit einem ressourceneffizienten Umgang und einer bezahlbaren Mobilität akzeptieren, können wir über eine Antriebswende herausbekommen. Wir müssen aber diese anderen 50% tatsächlich über eine echte Verkehrswende hinbekommen. Was bedeutet eine echte Verkehrswende? Das hat das Umweltbundesamt mal ausgerechnet im Rahmen der sogenannten Rescue-Studie, wo sie ausgerechnet haben, unter Berücksichtigung bezahlbarer Mobilität, Ressourcenknappheit, Ressourcenbegrenztheit, Bezahlbarkeit von diesen Ressourcen, dass wir bis zum Jahre 2045 tatsächlich die Pkw-Verkehrsleistung um 46% reduzieren müssen, wenn wir das Klimaschutzgesetz, das der Bundestag verabschiedet hat, einhalten wollen. Und es heißt, dass wir 40% weniger Pkw-Bestand haben müssen, also müssen wegfallen, dass wir da deutlich runterkommen. In allen Projektionen und in allen Gesetzesvorlagen und Diskussionen, die ich jetzt aktuell sehe, wird so getan, als würden wir weiterhin mit 48, 49 Millionen privaten Pkw unterwegs sein. Damit werden wir ein 2-Grad-Ziel oder auch ein 2,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Diese Zahlen sehen dramatisch aus, vor allen Dingen, wenn wir wissen, dass wir eigentlich nur noch 20 Jahre Zeit dazu haben. Das heißt, wir müssen etwas tun. Ist das der große Verzicht? Ist das überhaupt machbar? Ist das nicht nur noch eine erspinnerte Illusion? Nein. Das zeigt auch diese Zahl aus, die ich Ihnen hier präsentiere. Die Grafik, die stammt aus einem EU-Forschungsprojekt namens STARS, was im Rahmen des Horizons 2020-Programms gemacht worden ist. Es gibt sehr viele ähnliche Studien, aber ich finde diese besonders aussagekräftig. Und man kann feststellen, dass der Pkw-Besitz pro 1000 Personen bei Carsharing-Nutzern
bei stationsbasierten Carsharing-Nutzern bei etwa 100 Pkw pro 1000 Einwohner liegt. Und auch bei den kombinierten Systemen, also die sowohl stationsbasierte Autos als auch freefloatende Autos haben, ist es bei etwa 100. Es geht teilweise runter bis auf 80 Pkw pro 1000 Personen. Das heißt, ist es schon heute möglich, tatsächlich auch die Motorisierung zu reduzieren, wenn man Carsharing nutzt. Nutzt man ausschließlich reines Free-Floating-Carsharing, ist dieser Effekt kaum festzustellen. Mit diesen 100 Autos pro 1000 Einwohnern sind wir deutlich unter dem, was das Umweltbundesamt eigentlich empfiehlt. Die sagen nämlich für eine flächensparsame, für eine klimaneutrale, für die Stadt der Zukunft, müssen wir eigentlich unter die 150 Pkw pro 1000 Einwohner in den Städten hinkommen. Diese 100 Pkw, wie sind denn Sie zusammengekommen? Sind das schon immer Autoverweigerer gewesen, die jetzt nur noch zusätzlich einen Pkw in gemeinschaftlicher Nutzung verwenden? Nein, auch das zeigt die STAR-Studie, wie auch andere Studien. Die Menschen haben wir nämlich gefragt oder wurden befragt danach, wie viel Pkw habt ihr im Jahr vor der Anmeldung maximal besessen? Wie viel Pkw habt ihr zum Zeitpunkt der Anmeldung beim Carsharing-Anbieter besessen? Und wie viel Pkw habt ihr heute noch privat in eurem Haushalt inklusive Dienstwagen? Und wir stellen fest, bei den stationsbasierten und den kombinierten Angeboten, die da genutzt werden, dass die Nutzer halt 2/3 ihrer PKWs tatsächlich abgeschafft haben. Ein großer Teil der Nutzer lebt in den größeren Städten inzwischen autofrei. Bis zu 83% der Nutzer von stationsbasierten Systemen in größeren Städten sind autofrei unterwegs. Das waren sie vorher nicht. Das heißt, Carsharing bewegt etwas. Carsharing bewegt ganz schön viel, wenn man es auch entsprechend nutzen würde. Diese Verkehrsentlastungswirkung, diese Verkehrsersetzungsquote, die Autoersetzungsquote ist so eine der wichtigsten Kennzahlen, um beurteilen zu können, wie gut wirkt stationsbasiertes Carsharing, kombiniertes Carsharing. Und wir kommen je nachdem, welche Stadtteile wir uns anschauen, auf ein Verhältnis von 1:8 bis 1:20. Das bedeutet, auf ein Carsharing-Auto entfallen bis zu 20 tatsächlich abgeschaffte Autos, die nicht anschließend wieder angeschafft worden sind. In Innenstädten ist der Anteil höher, auch weil ich da Parkdruck habe, weil ich da auch vielleicht Parkraumbewirtschaftung habe. Aber ich kann sagen, auch für Gesamtstädte, für Frankfurt, für Bremen, für Bonn, für Berlin, für diverse andere Städte haben wir das regelmäßig untersucht und untersuchen das regelmäßig und kommen hier auf Ersetzungsquoten von 1:11, 1:15, 1:16, je nachdem, wie das Angebot gestrickt ist, wie flächendeckend dieses Carsharing-Angebot ist. Carsharing wirkt verkehrsentlastend und schafft Raum, den man auch dafür nutzen könnte, den öffentlichen Raum anders zu gestalten, neu zu gestalten und auch mehr Platz für die Menschen, mehr Lebensqualität zu bewirken, aber auch mehr Platz zu schaffen für alternative Mobilitätsangebote, die häufig an den Rand gedrängt werden, wie der Fußgänger, die Fußgängerinnen, die Radfahrenden oder auch der öffentliche Verkehr. Die Entlastungswirkungen sind unterschiedlich. Ich gebe hier auch mal ein Beispiel für einen Ort, eine Kleinstadt an, Vaterstetten, östlich von München, haben wir mal in einer Stichprobe untersucht. Auch da komme ich auf eine Entlastungsquote von 1:7. Hier wird dann nicht unbedingt der Erstwagen, aber zumindest der Zweitwagen, Drittwagen wird abgeschafft. Und das ist auch schon ein sehr, sehr guter Weg. Aber auch dort in Vaterstädten ist jeder fünfte Nutzer lebt in einem autofreien Haushalt. Und das ist finde ich, sehr beeindruckende Zahl, was zeigt, Carsharing funktioniert nicht nur in Großstädten. Wir untersuchen gerade im Rahmen einer Masterarbeit, wie denn insgesamt Carsharing im ländlichen Raum sich verhält, auch unter besonderer Berücksichtigung der Elektromobilität, des Elektro-Carsharings, um dann einfach auch ein belastbares Material für viele andere Orte zu haben. Vaterstetten gehört zu den Gründungsorten in Deutschland, was Carsharing anbietet. Es wird immer wieder kolportiert, die Leute, die Carsharing nutzen, fahren damit weniger mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Und das sind teilweise ziemlich hanebüchene Studien, wo ich dann eigentlich sagen müsste, das sind gar keine Studien. Tatsächlich zeigen eine Vielzahl an Untersuchungen auf, dass der Anteil an ÖPNV-Zeitkarten, also Monatskarten, Jobtickets, Jahreskarten oder Bahncards 100, inzwischen häufig doppelt so hoch ist wie bei den Nichtnutzern, die wir befragt haben, die also kein Carsharing nutzen. Das stationsbasierte Carsharing wirkt auch hier sehr positiv. Wir haben in einzelnen Orten feststellen können, ÖPNV-Zeitkartenbesitz von über 75%. Und das beeindruckt mich sehr und zeigt auf, ja, für die einzelne Fahrt wird dann das Carsharing-Auto mal genutzt, wenn ich das mit dem ÖPNV dann nicht mein Ziel erreichen kann. Aber meine Grundmobilität wird durch den öffentlichen Nahverkehr dargelegt. Was sehr interessant ist, ist, warum das nicht nur die verkehrsentlastende Wirkung da ist, die verkehrsersetzende Wirkung, dass also ich auf Autos verzichte, sondern die Menschen zeigen sehr schnell auch ein anderes Mobilitätsverhalten. 32% fahren öfter Fahrrad, 70% fahren seltener Auto, sie fahren auch wesentlich weniger Kilometer als zuvor und 40% nutzen öfter Bus und Bahn. Eigentlich gute Argumente, auch für die Kommunalpolitik zu sagen, es lohnt sich, Carsharing zu fördern, in Carsharing zu investieren, Carsharing-Organisationen zu unterstützen. Wann funktioniert Carsharing? Eigentlich immer, und das zeigt sich in ganz vielen Orten. Wir haben jedes Jahr nehmen wir 2, 3 Dutzend neue Orte, Carsharing-Anbieter im ländlichen Raum auch auf, in kleinen und kleinsten Orten. Immer dann, wenn sich genügend Personen finden, die sagen, wir wollen hier Fahrzeuge gemeinschaftlich nutzen und das nicht nur über ein Nachbarschaftsauto, sondern mit einer Struktur, die auch allen anderen Bewohnern des Ortes zur Verfügung steht. Und dieses Carsharing funktioniert fast immer und trägt sich auch relativ schnell natürlich in kleinen und kleinsten Orten eher mit ehrenamtlichem Engagement, was nicht heißen soll, dass da nicht sehr professionell gearbeitet wird. Was allerdings nicht funktioniert, oder ich sag mal, was selten funktioniert, aber meist nicht funktioniert, ist, wenn jemand ankommt und einfach Autos in die Landschaft stellt und sagt so, na, gucken wir mal, ob Kunden kommen. Wir haben da sehr schlechte Erfahrungen gehabt. Da wurde verbrannte Erde hinterlassen, wo einzelne Anbieter sehr groß gestartet sind, mit sehr vielen Versprechungen gestartet sind. Beispielsweise im Bayerischen Wald, in 35 Orten es da Carsharing-Stationen gab, meistens immer beim Rathaus stehen, immer mit einer Ladesäule versehen. Und nach 3 Jahren kam dann der Anbieter an und sagte so, ja, aber tut mir leid, das Carsharing rechnet sich noch nicht so richtig. Könnt ihr das jetzt nicht noch ein bisschen mitfinanzieren? Und dann der Bürgermeister nur aus dem Fenster schaut und sagt, ja, siehst du den Staub, der da auf dem Auto liegt? Das Auto wird nicht bewegt. Und dann waren die Autos wieder weg. Nachweis erbracht, Carsharing funktioniert nicht. Für mich ein Horror. Und deshalb sind wir auch als Bundesverband Carsharing sehr dahinter, dass Carsharing so aufgebaut wird, dass es auch wirklich belastbar ist, dass es den Leuten eine verlässliche Verfügbarkeit gibt, die auf Dauer ausgerichtet ist. Die wenigen Carsharing-Nutzer, die es dort gegeben hat, sind alle wieder umgestiegen auf den privaten Pkw. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Was sind denn nun die guten Rahmenbedingungen, um Carsharing voranzubringen? Und da sage ich, was sehr, sehr, sehr viel hilft, ist ein gutes ÖPNV-Angebot. Ich formuliere es auch andersrum. Wo es kein ÖPNV-Angebot gibt, kann Carsharing den ÖPNV auch nicht ersetzen. Das funktioniert nicht. Es muss eine gute Basismobilität geben, die ich jenseits von einem privaten Pkw-Besitz erfüllen kann. Deshalb ist ein gutes ÖPNV-Angebot schon eine Grundlage dafür, dass Carsharing funktionieren kann und auch gut gedeihen kann. Hilfreich ist auf jeden Fall auch, wenn es eine gute und sichere Radverkehrsinfrastruktur ist. Sehr wichtig, das wird auch in der Kommunalpolitik sehr häufig vergessen. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Wege weg von der Wohnung zu finden, sondern dass eigentlich möglichst viel dezentral vor Ort da ist. Bei der Kita ist man noch schnell dabei, bei Schulen auch. Wenn es um Einkaufen, täglichen Bedarf geht, kümmert man sich häufig schon nicht mehr drum. Gaststätten, Kneipe, Ärzte, Friedhof, Freizeiteinrichtung, all das sollte möglichst
wohnortnah sein, damit ich meine täglichen Bedürfnisse, die ich habe, damit befriedigen kann. Also und zwar auch attraktiv befriedigen kann, ohne immer gleich auf das Auto einsteigen zu müssen. Wenn ich selbst ein Brötchen holen oder zum Paket abholen, da mehrere Kilometer mit dem Auto fahren muss, dann werde ich auf einen privaten PKW nicht verzichten können. Carsharing wird auch gar nicht so oft genutzt. Carsharing ist dann die Ergänzung, wenn ich etwas mit meinem öffentlichen Verkehr oder mit dem Rad oder mit dem Fuß nicht erfüllen kann. Und das sind dann vor allen Dingen Fahrten zu Freunden, Verwandten in einer anderen Stadt. Das sind Ausflüge, Freizeitaktivitäten am Wochenende. Das ist die klassische IKEA-Fahrt, aber auch der Großeinkauf am Wochenende, der Baumarkt. Das ist Urlaub, insbesondere jetzt während der Corona-Zeiten, wo dann viele sagten, wir trauen uns nicht mehr mit der Bahn zu fahren und sind deshalb im Carsharing-Auto unterwegs. Das sind Bring- und Holdienste zum nächsten Großstadtbahnhof oder auch zum Flughafen. Das sind auch Transporte von größeren Gegenständen. Carsharing wird selten genutzt. Es gibt einen Großteil der Menschen, die nur ein- bis zweimal im Jahr es nutzen. Das ist auch aus Carsharing-Anbietersicht gar nicht schlimm. Es gibt ein Drittel, was es monatlich, ein bisschen häufiger als monatlich nutzt. Es gibt sogar Carsharing-Mitglieder, die jedes Jahr ihren Mitgliedsbeitrag zahlen, monatlich irgendwie ihre Gebühren zahlen und trotzdem nicht Carsharing-Autos fahren. Und das ist auch nicht schlimm. Also für uns als Carsharing-Anbieter natürlich so und so gar nicht schlimm. Aber es zeigt auf, die Menschen wollen die Sicherheit haben, dass wenn sie ein Auto brauchen, dann auch das Auto unmittelbar zur Verfügung haben und es entsprechend nutzen können. Aber wenn sie es nicht brauchen, ist es auch nicht schlimm. Also Carsharing für spezielle Zwecke, die alltägliche Mobilität muss anders erfüllt werden. Wichtig ist aber auch dabei, dass das Carsharing-Auto nahe an der Wohnung ist und dass es sichtbar ist. Es gibt viele Orte, wo Kommunalverwaltungen sich an uns wenden und sagen, wir möchten ganz gerne hier ein Carsharing-Angebot in unsere Stadt bekommen. Und dann gucken wir einmal auf die Karte und wissen sofort und sagen, es gibt ein Carsharing-Angebot in ihrer Stadt. Aber man sieht es selber gar nicht, weil bisher Stellplätze bis zum Carsharing-Gesetz, was es seit 2017 gibt, immer auf privaten Flächen, auf Hinterhöfen, in Tiefgaragen, irgendwelchen Parkpaletten versteckt waren, weil Carsharing-Stellplätze nicht im öffentlichen Raum früher möglich waren. Und jetzt gibt es zwar das Carsharing-Gesetz seit 4 Jahren, jetzt gibt es auch seit eineinhalb Jahren endlich die entsprechende Umsetzung in der Straßenverkehrsordnung und endlich auch die Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der Straßenverkehrsordnung, zur Umsetzung des Carsharing-Gesetzes. Jetzt können die Kommunen entsprechend auch Stellplätze im öffentlichen Raum machen. Dort, wo Stellplätze im öffentlichen Raum für Carsharing geschaffen werden, ist eine größere Sichtbarkeit und auch gleich eine viel wesentlich größere Wirtschaftlichkeit des Carsharing-Angebotes da. Gut ist, wenn es dann so kleine Mobilitätspunkte wie beispielsweise in Bremen oder auch in Nürnberg gibt, wo dann auch ein Fahrrad verkehrssicher abgestellt werden kann, auch so sicher, dass es nicht nachher den Sattel verloren hat. Es braucht nicht die großen Mobilitätsstationen, wie das in Berlin gerade wieder exerziert wird, wo große Hubs geschaffen werden an größeren S-Bahn-Stationen und dann die Menschen dann 20 Carsharing-Autos haben. Das ist ganz nett, aber eigentlich wohnen die Leute nicht an solchen großen S-Bahn-Stationen, sondern die wollen das Auto von zu Hause nehmen und auch wieder nach Hause bringen. Was hilft noch? Ankermieter, also Nutzer, Geschäftskunden, Unternehmen, Kommunalverwaltungen, Stadtwerke, die Carsharing als Teil der Dienstflotte nutzen, die das für Dienstfahrten nutzen, tagsüber nutzen, erhöht die Wirtschaftlichkeit und abends und am Wochenende stehen dann diese Autos ebenfalls für das Carsharing zur Verfügung. Hilfreich sind Kooperationen, aber hilfreich ist noch eine ganz andere Sache. Wir reden die ganze Zeit über Fördermaßnahmen, aber wenn wir uns ehrlich machen und tatsächlich diese 40-46% CO2-Reduktion, also Verminderung der Verkehrsleistung und Verminderung des Pkw-Bestands hinbekommen wollen, müssen wir irgendwann uns auch so ehrlich gemacht haben, dass wir anfangen, den Parkraum anders zu bewirtschaften als heute. Ein Stellplatz in Berlin kostet zurzeit 10,30 Euro, 10,80 Euro im Jahr.
bis zu 12 Quadratmeter öffentlichen Raum privat genutzt für ein Fahrzeug, das 23 Stunden rumsteht, kriege ich das für eine Jahresgebühr von 10,30 Euro. Und wenn ich einen Carsharing-Stellplatz aber haben will, muss ich, wenn es nach der Berliner Überlegung geht, dort teilweise 120, 160 Euro pro Monat zahlen. So sieht natürlich keine Carsharing-Förderung aus. Wir müssen ein Stück weit rangehen, den motorisierten Individualverkehr ein Stück weit auch den Raum wegzunehmen oder ihn zumindest fair zu bewirtschaften, dass er auch die Kosten, allein wie es die Verwaltungskosten für die Stellung eines Ausweises in Bewohnerparkzonen entsprechend einspielt. Also es braucht immer Push und Pull. Weshalb gibt es noch nicht flächendeckend Carsharing? Naja, also die meisten Carsharing-Anbieter, ich sag mal, 95% aller Carsharing-Anbieter sind schon gemeinwohlorientiert unterwegs. Und wenn sie Gewinne erwirtschaften, werden die fast ausschließlich wirklich in den Erhalt, in den Ausbau des Angebots finanziert, um das Angebot auch in der Fläche weiter auszubreiten. Im Gegensatz zu anderen Teilen des Umweltverbundes gibt es allerdings für diese tolle Idee des Carsharings bisher keine Förderung. Keine Förderung in Bayern, bis auf eine ganz kleine Randnotiz, wie auch keine Förderung ansonsten in Deutschland. Das ist ziemlich bedauerlich. Gut, wir haben auch versucht, das eigenwirtschaftlich immer aufzubauen und das ist auch unser Bestreben, das Angebot so zu entwickeln, dass es auch wirklich nachhaltig ist. Aber das ist würde uns helfen, wenn es beispielsweise in Form von Entwicklungspartnerschaften das Carsharing stärker gefördert werden würde. Ich merke, die Zeit rennt. Ich versuche trotzdem noch meine weiteren Punkte reinzubekommen. Flächendeckend Carsharing-Angebote, was brauchen wir dazu auch? Ja, wir brauchen auch neue Nutzer. Und Mobilität, damit Menschen sich entscheiden, eventuell ihr eigenes Auto abzuschaffen, um Carsharing zu machen, das machen die nicht jeden Tag. Das mache ich, wenn mich der TÜV scheidet. Das mache ich, wenn ich ausziehe, wenn ich Kinder kriege. Wenn die Kinder aus dem Haus rausgehen, wenn ich einen neuen Arbeitsort habe, wenn ich einen neuen Wohnort habe, wenn ich in Rente gehe, dann überlege ich an solchen Tipping Points meine Mobilitätsroutine. Aber im Alltag fange ich nicht jeden Tag an und überlege, brauche ich heute noch meinen PKW? Brauche ich heute noch meinen PKW? Nein, ich steige ein und fahre los. Und es gibt immer diesen Vorbehalt, steht ein Fahrzeug auch dann zur Verfügung, wenn ich es brauche? Ja, es steht zur Verfügung. Und es ist kein Problem, die Verfügbarkeitszeiten zeigen auf, also es ist ganz selten mal, dass es da echte Konflikte gibt und dann die meisten Fahrten aber im Voraus geplant werden, gibt es in Sachen Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit, mit der Verlässlichkeit eigentlich nicht das Problem. Ich muss ein paar Sätze sagen zum Elektro-Carsharing, gerade weil ich hier auch diverse kommunale Vertreter habe. Und ich zeige diese Grafik am Anfang dieses kleinen Blogs, weil ich darauf hinweisen möchte, Elektro-Carsharing ist für uns schon ein ziemlich alter Hut und wir sind schon ziemliche Vorreiter, immer noch Vorreiter. Wir sind inzwischen bei 23% E-Out-Anteil. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall ein Viertel aller Carsharing-Fahrzeuge wird elektrisch angetrieben sein. Plug-in-Hybride findet man übrigens bei uns in Deutschland relativ selten in der Carsharing-Flotte. Es sind fast immer batterieelektrisch angetriebene. Und wir haben gerade mal 1%, 1,05% batterieelektrische Fahrzeuge in der gesamtdeutschen Pkw-Flotte. Das heißt, Carsharing ist Vorreiter. Wir könnten noch viel weiter Vorreiter sein bei der Antriebswende, aber es gibt Hindernisse. Ein Hindernis ist das gefühlte Reichweitenproblem, was tatsächlich existiert. Wobei ein großer Teil der Fahrten nach 80 Kilometern beendet ist. Aber ich weiß nicht, wenn ich eine längere Fahrt mache, bekomme ich auch eine entsprechende Ladestation, die auch funktionsfähig ist, mit der ich auch mit meiner Karte bezahlen kann, die auch tatsächlich bereit ist und nicht reserviert ist. Und da gibt es tatsächlich immer noch Vorbehalte. Und das merken wir auch, wenn wir uns Statistikdaten anschauen, gerade auch bei gemischten Flotten. Wir stellen fest, dass es kürzere Nutzungszeiten in gemischten Flotten, also E-Autos und konventionelle Autos stehen, dass die Fahrzeuge weniger genutzt werden, dass sie weniger gebucht werden, dass sie weniger Entfernung zurücklegen und deshalb auch eine geringe Auslastung haben und damit die Wirtschaftlichkeit auch eine geringere ist, was man an der Grafik insbesondere auch rechts sehen kann. Einmal gemischte Flotten, also die sowohl konventionelle, also Benziner, Diesel als auch batterieelektrische Fahrzeuge haben,
sind häufiger gebucht, werden häufiger gebucht und erbringen mehr Umsätze pro Carsharing-Fahrzeug als die rein elektrischen Carsharing-Flotten. Das ist eine Untersuchung, die wir 2020, 2021 in Baden-Württemberg gemacht haben. Was ich positiv erwähnen kann, je länger es schon Carsharing-Autos mit E-Antrieb gibt, umso mehr kommen wir da auch in eine wirtschaftliche Zone, eine Gewinnzone, umso mehr sinken die Nutzervorbehalte, Nutzerinnenvorbehalte. Wir haben weitere Probleme. Das Problem tanken. Ich bin in 10 Minuten als Carsharing-Kunde an der Tankstelle rangefahren, habe wieder den Wagen vollgeladen. Wenn er mehr als 3/4 seiner Spritze irgendwie verbraucht hatte, kann dann das Auto zu Hause abstellen, ist in Ordnung. Beim Carsharing mit Laden, E-Carsharing wird das schwieriger, weil je nachdem, was ich da für einen Ladepunkt habe, was das Fahrzeug kann an Ladeleistung aufnehmen kann, bin ich da Minimum 40 Minuten, aber teilweise auch 5, 6 Stunden am Laden. Also so lange wartet kein Carsharing-Kunde, um dann das Auto wieder abzuklängen und dann zum Carsharing-Stellplatz hinzubekommen. Das heißt also, ich habe aber auch Ladeausfallzeiten, Zeiten, in denen ich die Carsharing-Autos teilweise nicht nutzen kann. Aber auch das Problem ist machbar. Ein Problem, was weniger machbar ist, und das wird wirklich zu einem ganz großen Pferdefuß, ist das Fehlen von Ladeinfrastruktur. Zum einen im öffentlichen Raum gibt es immer noch sehr wenige und hier gibt es immer mehr Nutzungskonkurrenzen, weil halt zwischen 14% der neu zugelassenen Fahrzeuge tatsächlich auch einen elektrischen Antrieb haben. Gibt es einen größeren Bedarf an Ladeinfrastruktur und diesen Gleichklang zwischen Ausbau der Ladeinfrastruktur und Ausbau der verkauften Fahrzeugen, E-Fahrzeugen, das passt noch nicht. Aber insbesondere für das Carsharing ist es schwierig, weil wir haben bisher nur unsere meistens nur Ladepunkte auf privaten Flächen haben können. Wir finden kaum noch private Flächen als Carsharing-Anbieter. Die werden auch immer teurer. Der Parkraumdruck nimmt immer weiter zu, auch auf privaten Flächen. Wenn wir im öffentlichen Raum unterwegs gewesen sind, dann gab es da häufig Kooperationen mit kommunalen Unternehmen, mit privaten Stellplatzvermietern teilweise auch, die dann diese Ladeinfrastruktur mit gefördert haben. Teilweise konnte man auch noch eine Ladesäule, eine Wallbox entsprechend selber finanzieren. Eine Ladesäule im öffentlichen Raum zu finanzieren, ist extrem schwierig. Wir haben es leider mit einer Förderkulisse zu tun, die alles fördert. Hoteliers, Gaststättengewerbe, Einkaufszentren, Laden beim Arbeitgeber, Laden bei der Wohnung. Alles wird gefördert heutzutage. Eine Sache, zwei Sachen werden nicht gefördert. Taxi-Stellplätze und Carsharing-Stellplätze. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass Carsharing in den öffentlichen Raum kommt. Aber wir bekommen leider nicht die entsprechenden Förderungen, weil Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Raum sind keine öffentlich zugänglichen Stellplätze, fallen deshalb nicht unter die Ladesäulenverordnung, fallen deshalb auch durch das Raster der Förderrichtlinie und Aufrufe. Und deshalb haben wir bis zum November letzten Jahres gar keine Finanzierung gehabt. Seit November letzten Jahres gibt es immerhin ein Förderinstrument, ein KfW-Förderprogramm, Ladestation für Elektrofahrzeuge Kommunen, was ausdrücklich auch an Carsharing-Anbieter ausgerichtet ist. Allerdings ist die Förderhöhe nur 900 Euro. Und 900 Euro pro Ladepunkt ist nett. Auf privaten Flächen, im öffentlichen Raum, wo ich Erdarbeiten, Betonarbeiten etc. machen muss, wo ich nicht mit einer Wallbox arbeiten kann, sondern mit einer ordentlichen Ladesäule, komme ich schnell auf Kosten von 10.000, teilweise bis zu 15.000 Euro und dann helfen mir 900 Euro nur wenig weiter. Das heißt, wir brauchen hier zwingend, damit wir eine Elektrifizierung des Carsharings auch im öffentlichen Raum hinbekommen, ein Förderprogramm. Und deshalb mein Aufruf an die Kommunen, liebe Kommunen, wenn ihr anfangt, Stellplätze auszuschreiben, bitte erwartet nicht, dass hier irgendwie alle Stellplätze dann besetzt werden von Carsharing und die ihre eigene Ladeinfrastruktur mitbringen. Schon öffentliche Ladeinfrastruktur rechnet sich kaum. Und dass die Carsharing-Anbieter jetzt auch noch die Ladeinfrastruktur, die sie für maximal 8 Jahre per Sondernutzung verwenden können, das passt nicht. Wir brauchen da eine ordentliche öffentliche Förderung. Dieses bisherige einzige Förderinstrument, was es gegeben hat, ist leider für Laden im öffentlichen Raum nicht geeignet. Letzter Punkt, und dann bin ich auch am Ende, und Sie wahrscheinlich auch. Was können Kommunen tun?
Kommunen können eine Vielzahl an Maßnahmen machen, von Marketingpartnerschaften über Fördermaßnahmen für kleine Carsharing-Organisationen, kleine Vereine. Was sie vor allen Dingen machen können, ist Stellplätze ausweisen. Allgemeine Carsharing-Stellplätze ausweisen. Da, wo es tatsächlich auch nur einen einzigen Anbieter gibt, gibt es dann noch keine Nutzungskonflikte mit anderen Carsharing-Organisationen, wenn ich da in kleinem ländlichen Raum bin. Das ist relativ schnell ausgewiesen. Das lässt das Carsharing-Gesetz und auch die Straßenverkehrsordnung, die Verwaltungsvorschriften zu. Schöner sind natürlich für uns zugeordnete Carsharing-Stellplätze, gerade in größeren Städten, wo es womöglich auch Wettbewerb zwischen verschiedenen Carsharing-Anbietern gibt, dass da quasi eine Sondernutzung, per Sondernutzung ein Stellplatz an den Carsharing-Anbieter vergeben wird für einen Zeitraum von maximal 8 Jahren. Die bayerische Staatsregierung, also das bayerische Parlament, hat als erstes Bundesland überhaupt nach dem Carsharing-Gesetz des Bundes ein bayerisches Carsharing-Gesetz erschaffen. Das liest sich am Anfang ein bisschen schwierig. Es klingt erstmal ein bisschen komplex. Wie errichtet man solche Stellplätze? Wir helfen da gerne. Wir haben dazu einen Leitfaden entwickelt, den wir jetzt Anfang dieses Jahres auch herausgegeben haben zur Umsetzung der im Carsharing-Gesetz und in den entsprechenden Landesgesetzen vorgesehenen Carsharing-Förderung. Und wir helfen da gerne. Wir haben dazu auch eine Vortragsreihe kommunale Carsharing-Förderung gemacht. Und die lege ich Ihnen ans Herz. Die finden Sie ebenfalls bei uns auch auf der Homepage. Es gibt noch eine ganze Reihe an weiteren Maßnahmen, die man machen kann, dass also die Kommune die Carsharing-Flotte nutzt als Teil der Dienstflotte, dass sie dafür sorgt, dass auch kommunale Unternehmen, Stadtwerke Carsharing-Autos nutzen, beziehungsweise diese mit vermarktet mit dem ÖPNV-Angebot oder mit dem Stromverkauf. Gut wäre es, wenn wir dann Regelungen finden wie Ladeinfrastrukturen oder zumindest die Erdarbeiten bis zur Ladesäule womöglich gefördert werden können. Man kann in Sachen Wohnneubaugebieten, kann man einen Stellplatzschlüssel nutzen, um da wirklich auch nachhaltige Mobilitätsformen zu fördern, aber nicht so, dass da nur ein Stellplatz hingestellt wird, sondern dass auch eine Kofinanzierung stattfindet. Hilfreich kann sein, auch an Orten, wo es noch kein Carsharing gibt, eventuelle Entwicklungspartnerschaften zu entwickeln. Diese Themen nur noch ganz schnell eben angerissen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie weitere Vorträge von uns haben wollen, sich informieren möchten, wir stehen mit Rat und Tat bereit. Ich lege Ihnen sehr ans Herz, diesen Leitfaden, den ich eben angesprochen habe. Sie finden aber auch viele weitere Informationen bei uns im Netz. Und natürlich stehe ich und meine Kollegen Ihnen auch gerne beim Bundesverband Carsharing zur Verfügung. Ich weiß, ich habe meine Zeit überzogen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für Sie und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Michael. Ich fand es außerordentlich interessant und sehr kompakt, trotz Länge tatsächlich. Also sehr, sehr viel Information hineingepackt und ich habe es beobachtet anhand der Fragen, die eingegangen sind, dass etliche Fragen, die so reinkamen, in der Anfangszeit, in der ersten Hälfte dann auch schon erledigt worden sind, sodass wir ganz viele schon abgehakt haben. Diejenigen, die die Fragen gestellt haben, die werden es wissen, wenn sie genau zugehört haben, dass einiges schon erledigt ist. Ein paar sind allerdings noch offen. Übrigens nebenbei bemerkt, ich freue mich sehr, dass fast alle Angemeldeten auch da sind. Normalerweise, oftmals ist dann, ja, gerade jetzt sind es bei so schönen Sommerabenden, ein gewisser Schwund zu verzeichnen und es kommt einfach was dazwischen, ist ja ganz normal, aber es sind fast alle da, es freut mich sehr. Also herzlich willkommen auch noch an die etwas später hinzugekommen. Ich hätte eine Frage, die ich mir selber noch gestellt habe während deines Vortrags, und zwar, vielleicht habe ich und vielleicht geht es auch nur mir so, dann mögen es mir alle anderen verzeihen im Auditorium. Aber mir ist nicht ganz klar, warum die NutzerInnen, die Free Floating nutzen, warum dort nicht oder warum bei diesen Personen nicht dieser Verlagerungseffekt stattfindet. Also was ist jetzt aus Nutzersicht so viel besser an dem Stationsbasierten, dass ich nur dann offensichtlich bereit bin, mein eigenes Auto oder zweites Auto oder was aufzugeben, wenn ich ein stationsbasiertes Carsharing habe, nicht aber, wenn ich ein Free-Floating-System habe. Weil, ergänzende Frage dazu, diese Free-Floating-Systeme haben wir ja in den großen Städten. Und in den großen Städten ist es ja dann auch fast wie stationsbasiert, weil ja immer irgendeins in der Nähe ist sozusagen. Zumindest jetzt, wenn ich das jetzt mal von München im inneren Bereich innerhalb von Mittleren Ring oder so ausgehe. Also was ist jetzt da so der Unterschied, dass da kein Verlagerungseffekt ist? Das wäre jetzt eine Frage, die meine einzige von mir, und dann greife ich die aus dem Auditorium auf.
Okay. Free Floating Carsharing Nutzer, also die ausschließlich Free Floating nutzen. Es gibt auch welche, die nutzen Free Floating und stationsbasiert, die zeigen nochmal wieder ein anderes Mobilitätsverhalten und haben auch eine andere verkehrsentlastende Wirkung. Da haben wir auch verschiedene Untersuchungen zu gehabt, nicht nur wir, sondern auch das Öko-Institut, das IFOI etc. Und die Studien haben übereinstimmend gesagt, der Mangel an verlässlicher Verfügbarkeit. Zu wissen, jetzt, wenn ich das Fahrzeug brauche, bekomme ich auch dieses Fahrzeug. Auch dieses Spezialfahrzeug, wenn ich beispielsweise einen Transport oder einen Kleinbus haben will, das ist häufig nicht sichergestellt. Zum Zweiten sind die Kosten beim Free Floating deutlich höher als beim stationsbasierten Angebot. Ist auch klar, weil ich muss eine größere Menge an Fahrzeugen vorbehalten, um dann eventuelle Nutzer zu haben. Ich habe deutlich kürzere Buchungszeiten beim Free Floating, weil aufgrund der Tarifstruktur ich sehr schnell die Fahrt auch beenden möchte. Es sei denn, ich bin bei Miles, dann wird nur der Kilometer gezählt und dann gegebenenfalls wieder ein Auto nutze und dann wieder zurückfahre. Das heißt, ich mache das eher für spontane Fahrten, aber nicht, was ich planen kann. Das ist die fehlende Planbarkeit, die fehlende Sicherheit, dass ich das Fahrzeug dann habe, wenn ich das auch brauche, die gehört mit zu den wesentlichen Gründen, weshalb es dazu große Unterschiede auch im Mobilitätsverhalten gibt. Free Floating Carsharing gibt es ja eigentlich nur in München, wenn ich den Freistaat Bayern anschaue und umzu. Und deshalb warne ich auch immer so ein bisschen vor dieser München-Blase. In Berlin warne ich natürlich vor der Berlin-Blase. Ja, es gibt noch ein paar kleine Orte direkt um München rum, Gräfelfing, Unterhaching, Neubiberg, die auch noch in bewohnten Gebieten einen kleinen Geschäftsbereich haben. Aber ansonsten werden die Carsharing-Anbieter, die dieses Free-Floating, reine Free-Floating-Modell anbieten, auch in absehbarer Zeit sich nicht weiter ausdehnen. Die werden nicht in Städte gehen unter 700.000 Einwohnern, weil einen Geschäftsbereich, der so groß ist, dass er ein ordentliches Feld umfasst und gleichzeitig klein genug ist, damit man nicht eine zu große Menge an Fahrzeugen bereitstellen muss, das rechnet sich nicht. Wobei es auch Stimmen gibt, die sagen, Free-Floating, reine Free-Floating-Angebote rechnen sich insgesamt eigentlich bisher nicht. Danke, lieber Michael. Direkt anschließend gibt es eine Frage aus dem Publikum, die eben eigentlich nahtlos daran anschließt und die du schon halb beantwortet hast. Free Floating verursacht doch vermutlich auch entsprechenden Transportverkehr, wie er bei den Mietwagen gang und gäbe ist, also dass man Fahrzeuge irgendwie halt umverlagern muss, wenn sie sich an bestimmten Punkten konzentrieren, wo es dann zu viel ist und nicht mehr zurückkommen. Stimmt das und ist das vielleicht auch ein Kostentreiber? Könnte ein Kostentreiber sein. Die Geschäftsgebiete sind so bemessen, dass eigentlich dann genügend Nutzung da sind. Natürlich gibt es einen Verkehr tagsüber mehr in den Stadtkern rein und abends eher aus dem Stadtkern raus. Aber trotzdem ist aufgrund der Dichte der Fahrzeuge eigentlich dann noch ein Umparken nur relativ selten drin. Interessant ist, dass bei kombinierten Systemen tatsächlich solche Zusatzfahrten anfallen. Das versucht man aber über die Tarifsetzung ein Stück weit zu regulieren. Ich gebe mal das Beispiel Augsburg, wo es das einzige kombinierte System in Bayern gibt, was ich in vielen Punkten sehr vorbildlich finde. In Augsburg ist es so, ich habe einen kleinen Kernstadtbereich, also Altstadt plus ein, zwei weitere Viertel, wo ich auch das Free-Floating-Fahrzeug fahren kann. Wenn ich mit dem Free-Floating-Fahrzeug rausfahre aus diesem Kernstadtbereich, müsste ich 6 € zusätzliche zahlen als Parken außerhalb dieses Geschäftsbereiches, aber innerhalb der Stadt Augsburg. Also außerhalb der Stadt Augsburg dürfte das Auto nicht geparkt werden. Und die Zahl würde ich zahlen, wenn ich dann nur eine One-Way-Fahrt habe. Es könnte aber der nächste Kunde sagen, oh, hier steht ja ein Carsharing-Auto. Damit kann ich ja wieder in die Stadt reinfahren und der wird dann diese 6 € auch zugeschrieben bekommen haben. Und insofern kann dadurch eine gewisse Steuerung, eine gewisse Lenkung erreicht werden. Und das wird sehr häufig bei kombinierten Systemen gemacht. Es ist relativ selten der Fall, dass da Bring- und Holfahrten sind. Wenn wir in Sachen Schnellladepunkte nachdenken, dann würde tatsächlich so etwas beim stationsbasierten Carsharing sein, weil selbst dann müsste ich ja laden 40 Minuten, eine Stunde, müsste das Auto hinfahren, müsste das Auto anschließend wieder zum Stellplatz zurückbringen. Und solche Fahrten machen zumindest stationsbasierte Carsharing-Anbieter bisher nicht. Das wäre ein extremer Kostenfaktor. Sehr schön, vielen Dank. Vielleicht hast du in die Fragenbox hineingeschaut, weil du das Beispiel Augsburg gewählt hast. Es gibt nämlich genau dazu eine Frage. Insofern nehme ich die gleich als nächste. Wäre dann gut gewählt auf jeden Fall. Und zwar gibt es die Frage, in Augsburg bieten die Stadtwerke Mobilitätspauschaltarife an, die auch ein
an Carsharing-Fahrzeugen umfasst, ist bekannt, wie gut dieses Angebot ankommt. Also jetzt unabhängig von dem von dir beschriebenen Zonierungsthema. Also ich finde es hochspannend, was die Augsburger dort machen. Und das sage ich nicht nur, weil eines meiner Vorstandsmitglieder zufällig von den Stadtwerken Augsburg ist. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie sie das schaffen, auch denn das, die Verknüpfung mit ÖPNV-Angeboten zu machen. Das gibt es ja in anderen Ländern. In Helsinki wird häufig genannt, in Finnland gibt es halt auch solche Kombi-Geschichten. Das ist ein nettes Add-on. Es ist aber nicht zwingend. Was ich gut finde, ist, wenn wir über Mobility as a Service nachdenken, darüber könnte ich einen eigenen Vortrag halten, dass Informations- und Auskunftssysteme nach Möglichkeit auch das Carsharing mit umfassen und dass da auch entsprechende Carsharing-Informationen da sind. Der eigentliche Buchungsvorgang findet dann ja sehr häufig immer bei dem jeweiligen Carsharing-Anbieter statt, den ich da gebucht habe. Das muss nicht in einer App alles integriert sein. Da ist Stefan Gelper manchmal noch ein bisschen anderer Auffassung, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Aber wir haben da auch die Möglichkeiten geschaffen, dass jenseits von Augsburg in vielen anderen Orten mittels einer einheitlichen Carsharing-Schnittstelle Informationen der Carsharing-Anbieter in ÖPNV-Plattformen eingebracht werden können. Und das ist tatsächlich schon mal ein ziemlicher Benefit, dass ich mit einer App zumindest sehe, wo gibt es alles Angebote, was gibt es an Angeboten, wo stehen die Fahrzeuge, eventuell auch noch welche Fahrzeuge stehen da, damit ich dann eine Grundorientierung habe. Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist noch zu sagen, Carsharing-Nutzer sind multimodal unterwegs. Multimodal, nicht intermodal. Das heißt, sie nutzen heute ÖV, morgen ÖV, Mittwoch Fahrrad, Donnerstag nutzen sie das Carsharing-Auto, Freitag gehen sie zu Fuß und Samstag, Sonntag fahren sie mit dem Fahrrad. Sie nutzen es ganz selten in Reiseketten. Es sei denn, ich bin Geschäftsreisender, der in eine andere Stadt fährt, dann bin ich intermodal unterwegs und nutze das als Teil der Wegekette. Aber für die meisten Zwecke nutze ich halt entweder das eine oder das andere. Danke für die Beantwortung. Jetzt haben wir noch vier Fragen, wovon vielleicht zwei oder so kurz zu beantworten gehen, möglicherweise, weiß ich nicht. Und zwar nehmen wir das gleich das dran, weil du gerade beim Thema Multimodal auch das Fahrrad erwähnt hast. Gibt es eine Frage, gibt es Erfahrungen mit der Bereitstellung von Fahrradlastenanhängern, zum Beispiel Carla Cargo? Ja, gibt es. Es gibt diverse Anbieter, die auch sowohl Carsharing-Autos als auch Lastenradverleih machen. Die Idee greift auch immer mehr um sich. Es hängt immer ein bisschen auch von dem Buchungssystem ab, was das kann. Nicht jedes Buchungssystem ist da von vornherein aufgestellt, ist aber ein ganz anderer Nutzungszweck. Es ist also ein Add-on-Geschäft und lässt sich bei denen, die das bisher machen, lässt sich das sehr gut an. Schön. Dann haben wir noch eine Frage, du hast vorher von den Radien gesprochen und da gibt es auch eine Frage dazu von dem Einzugsgebiet. Gibt es Erfahrungen zum Radius der Nutzungsbreiten, also der Einzugsgebiete würde ich es mal benennen, will heißen, wie weit sind die nutzungsbereiten Menschen bereit, gegebenenfalls zu Fuß zum Carsharing-Fahrzeug zu gehen? Gibt es da Einschätzungen? Wir haben mal formuliert, beim Bundesverband Carsharing nicht mehr als 400 Meter. Es gibt Menschen, die sagen, wir müssten noch näher dran sein, aber ein ordentliches Netz, wie es beispielsweise in Bremen ist, die im Bereich der Großstädte stationsbasiertes Carsharing nach wie vor ein absoluter Vorreiter sind. Also das sind es 400, 500 Meter, um dann eine gute Dichte abzudecken. Wenn der Weg weiter wäre, würden die Leute dreimal überlegen, ob sie das entsprechend machen. Sie fahren auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Carsharing-Auto, es sei denn, es sind Nutzfahrzeuge wie Busse oder Kleintransporter, also Transporter, für die ich ganz spezielle Zwecke habe. Aber diese 400, 500 Meter scheinen noch ein relativ guter Weg zu sein. Das sind 7 bis 10 Minuten. Manchen Leuten ist es ja schon zu viel, wenn sie das Auto vor der Tür stehen haben und das Fahrrad aus dem Keller zu nehmen, weil 3 abschließbare Türen und mehrere Treppenstufen dazwischen sind. Das heißt, je näher oder je dichter das Netz ist, umso besser ist es. Für große, größere Städte würde ich tatsächlich diesen 400, 500 Meter Radius ansetzen. Mhm.
Wunderbar. Dann habe ich vorher, es ist gerade noch was reingekommen, die können wir vielleicht dann doch auch noch dazu nehmen. Wir hatten ja am Anfang ein paar Minuten technische Probleme, insofern ist unsere Stunde noch nicht ganz rum. Deswegen nehme ich das noch mit dazu. Erstmal noch eine vermutlich einfach zu beantwortende Frage. Gibt es schon Kommunen, die das Carsharing frei in Parkzonen erlauben? Ja, gibt es auf jeden Fall. Müsste ich aber nachrecherchieren, in welchen Kommunen das ist. Aber diese Möglichkeit, dass halt Carsharing auch in bewirtschafteten Zonen abgestellt werden kann, dass es dort auch kostenlos abgestellt werden darf, dass also die befreit werden gegen, ne, wenn eine entsprechende Plakette drauf ist, das gibt es bereits, kann aber natürlich stark noch ausgebaut werden. Schön, danke. Dann kamen noch Leute später dazu und haben gefragt, ob es die Präsentation geben wird. Darum sage ich das jetzt nochmal, wie was ich am Anfang schon gesagt habe: Präsentation und Videoaufzeichnungen werden auf meine Website gestellt, runterladen, und wir schicken den Link auch an die Angemeldeten, macht mein Team. Dann gibt es ja, es gibt noch zwei Fragen, eigentlich kann man zusammenführen. Inwieweit kann denn die Gemeinde was machen? Du hast da einiges dazu ausgeführt auf einer deiner letzten Folien. Eine Idee vielleicht noch, die ich beisteuern kann aus meiner eigenen Gemeinde, Oberschleißheim. Wir haben das vor 20 Jahren oder so, ein Carsharing-Verein wurde hier gegründet, und die Gemeinde hat dann beschlossen, dass sie ja eben, wie du es auch auf deiner Folie hattest, ja selber das als Dienstfahrzeugpool auch nehmen kann, sich damit eventuell ein weiteres Fahrzeug spart, und hat deswegen ein gewisses Startkapital in den Verein hineingegeben, um den Kauf des ersten Fahrzeugs zu erleichtern, sodass da nicht gar so viele Vereinsmitglieder dabei sein mussten, bis man starten konnte. Also das ist eine Möglichkeit. Du ergänzt mich gerne, aber es gibt noch eine Ergänzungsfrage hier dazu. Gibt es Erfahrungen damit, dass eine Gemeinde ein Carsharing-Auto selber betreibt, vielleicht auch mit Sponsoren finanziert? Gemeinden kenne ich selber nicht, auch weil es ja ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb immer ist. Ich kenne eine Vielzahl an kommunalen Unternehmen, die im Auftrag der Gemeinde Carsharing-Angebote betreiben. Dabei muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben dazu auch letztes Jahr ein Rechtsgutachten kommunale Unternehmen im Carsharing-Wettbewerb gemacht, dass da, das sind so ein paar hilferechtliche Fallstricke, gerade wenn da auch noch konkurrierende Carsharing-Anbieter unterwegs sind. Deshalb mahne ich da immer ein klein bisschen zur Vorsicht. Aber grundsätzlich ist das möglich und denkbar, wenn das ein Eigenbetrieb der Kommune macht. Einzelne TeilnehmerInnen weisen gerade noch hin auf das Projekt Dorfauto in dem Zusammenhang. Gab's Das vorhin, jetzt ja. nur noch als Hinweis am Rande. Genau. Ich würde jetzt dann auch die Frageliste sozusagen schließen, damit wir dann gleich zum Ende kommen können. Aber wir haben noch zwei interessante letzte Aspekte, die jetzt gerade noch reingetrudelt sind. Nämlich einmal, die nehme ich jetzt zusammen. Nämlich einmal, gibt es ein landkreisweites Carsharing irgendwo? Und die andere Frage war, existieren in Ihrem Verband Daten, anhand denen man ein Kostengerüst für eine Kleinstadt ableiten kann? Welche Anbieter existieren für diese kleinen Systeme, und befinden sich darunter welche, die Sie vom BCS zertifiziert haben? Es ist so klein, diese Schrift, das ist der Wahnsinn hier. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Dann kannst du Zweite das noch Frage ist. zusammennehmen, und dann würde ich noch mit einem Ausblick auf die nächsten anstehenden Webinarangebote abmoderieren. Alles klar. Also natürlich stehe ich auch für zukünftige Vorträge, zum Beispiel zum Thema Elektro-Carsharing, was kann man da machen? Oder auch zum Thema, wie kriege ich denn den Carsharing-Stellplatz organisiert als Verwaltung? Die zugeordnete Stellplätze, dazu haben wir auch eine Veranstaltungsreihe gemacht. Also ich würde dir auch zukünftig da gerne und euch zur Verfügung stehen. Und wir haben das gerade auch auf Bundesebene gemacht. Zur zweiten Frage, kann ich keine einfache, kurze Antwort geben. Deshalb bitte sich direkt bei mir zu melden. Zur ersten Frage, gibt es kreisweite oder flächendeckende? Mein Musterbeispiel, was ich immer bringe, ist der Landkreis Ebersberg mit den Vaterstädtener Autoteilern, aber
In 11 von 20 Gemeinden, und zwar alle, die an der S-Bahn oder an der Bahnstrecke sind, gibt es dort schon ein sehr flächendeckendes Carsharing-Angebot. Jede Gemeinde hat da ihren eigenen Verein, ist eigentlich auch ganz gut so. Und die machen da wirklich ein gutes Angebot, sind da auch gut verknüpft. Da ist die Kommunalpolitik sehr dahinter und unterstützt das auch. Und auch die Landkreisverwaltung unterstützt dieses, alles, was im Landkreis Ebersberg stattfindet. Es gibt Stadtwerke, Kommunalwerke, die da was machen. Einmal möchte ich Regensburg erwähnen, der Landkreis Regensburg mit Kerl. Und dann gibt es auch die Regionalwerke Bamberg, die sind dann auch im Landkreis tätig. Ganz flächendeckend ist das noch nicht der Fall, aber schon mit einer relativ guten Abdeckung. Wichtig ist nur immer, es braucht ein gutes ÖPNV-Angebot, dann lässt sich da auch wirklich was ordentlich in kurzer Zeit aufziehen. Ja, das gute ÖPNV-Angebot, an dem arbeiten wir oder wir arbeiten daran, die bayerische Staatsregierung dazu zu bringen, ein gutes ÖPNV-Angebot in Bayern zu ermöglichen, sagen wir es mal so rum. Das wird jetzt nochmal dringlicher, nachdem der Bund das 9 für 90-Angebot ausgerufen hat, nämlich dass die Öffis 3 Monate lang ganz billig sein sollen. Ja, das geht super, wenn man flächendeckende Verkehrsverbünde hat, was alle Bundesländer haben, außer Bayern. Bayern hat in weiten Teilen ja die ÖPNV-Diaspora und da nutzen wir den Kostensenkung auf 9 Euro nicht viel, wenn nichts fährt. Und genau. Deswegen schaut Bayern da so ein bisschen, wenn ich das mal gerade raus sagen darf, mit dem Uferrohr ins Gebirg, zumindest der ländliche Raum. Und das ist ein bisschen blöd. Und da muss sich die Staatsregierung mal ihre Hausaufgaben machen, dass wir hier auch, dass unsere Bürgerinnen und Bürger auch überall im Land vom ÖPNV teilhaben können. Da vielleicht noch ein kurze Anekdote, als der neue Verkehrsminister Christian Bernreiter sich neulich im Verkehrsausschuss vorgestellt hat, vor 2 Wochen, glaube ich, war es, im Landtag, finde ich sehr ehrenwert, dass er sich gleich am Anfang im Verkehrsausschuss auch vorstellt und kommt, also wirklich gut, Respekt, Hut ab, haben die anderen nicht so schnell gemacht, die Vorgänger wechseln ja oft, hatten wir jetzt schon viele, und er ist gleich gekommen, das ist schön, und und da hat er dann aber gesagt, auf die Frage, wo er zum ÖPNV im ländlichen Raum steht, Zitat, die paar Leute, die das brauchen, die kommen fahren mit dem Dienstwagen ausfahren. Und wenn das jetzt Politik für den öffentlichen Raum ist, dann, naja, dann kommen wir da noch nicht groß weiter. Aber gut, jetzt kommt der kleine Werbeblock von meiner Seite noch. Wir haben 5 Webinare noch im Angebot, bevor wir in die Sommerpause gehen. Die Sommerpause mit Webinaren beginnt sehr früh, nämlich schon im Mai. Nicht, dass die Politik oder wir Grüne da nichts mehr arbeiten wollen, aber ich glaube Juni, Juli, August, das ist keine Zeit für Webinare. Deswegen sind es jetzt noch 5 bis nach den Osterferien und dann ist er da erstmal Sendepause bis zum Herbst, wo man sich vielleicht wieder bei kühlen, dunklen Abenden gerne vor den Monitor setzt, aller Voraussicht nach. Also jedenfalls, wir haben übermorgen schon das Thema fahrradfreundlich, 4 Webinare sind es noch, Entschuldigung, eins haben wir ja gerade gehabt. Übermorgen haben wir fahrradfreundliche Arbeitgeber. Das ist auch gerade für euch Kommunalos interessant. Wie kann die Gemeinde oder die Stadt fahrradfreundliche Arbeitgeberin werden und sich zertifizieren lassen? Da haben wir Gäste vom ADFC, nämlich die Landesgeschäftsführerin des ADFC Bayern, Petra Husemann-Röf, und die Spezialistin für dieses Label fahrradfreundliche Arbeitgeber, Sarah Zudome, die, glaube ich, aus Berlin zugeschaltet ist, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall vom ADFC-Bundesverband. Dann haben wir am 5. April die Professorin Henrike Rau von der Ludwig-Maximilians-Universität zu Gast, die uns Rad aktiv vorstellen wird. Das ist ein Handlungsleitfaden, den die LMU entwickelt hat, wie man vor Ort konkret Radverkehrspolitik gescheit machen kann und mit konkreten Maßnahmen in der Kommune wiederum für euch Kommunalos aktiv werden kann, um die Verkehrswende zu beschleunigen. Dann haben wir als vorletztes Angebot am 28.04., da sind wir wieder beim Thema ÖPNV, das Thema innovatives Ticketing. Da haben wir Gäste von der Firma Fertig, die ein Handy-Ticketing sehr unkompliziert anbieten mit Be-In, Be-Out, am Handy so ein Wisch und dann hat man ein Ticket. Da begrüßen wir Helena Köfler von Fertig und die macht es zusammen mit einer Vertreterin der Stadt Würzburg, mit der Cornelia Hock, die zusammen uns das vorstellen werden, weil in Würzburg gibt es das schon. Und das letzte Angebot ist dann wiederum beim ÖPNV angesiedelt, nämlich von den Stadtwerken München begrüßen wir am 10. Mai die Sinaida Cordes und die wird uns aufzeigen, wo beim Thema ÖPNV die Digitalisierung hinführen kann und welche zusätzlichen Möglichkeiten und Vorteile uns sich da
öffnen werden. Also ich glaube, es ist ein ganz spannendes Paket. Wenn ihr Lust habt, schaltet euch wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Alle Termine kommen nach und nach auf meine Website oder sind schon dort oder unter grünefraktionbayern.de/termine findet man die